Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Diesel Railcar Simulator. Lang ist's her. Jetzt könnte an dieser Stelle ein wunderbarer Funfact kommen, wie lange denn jetzt genau lange ist. Und für diesen wunderbaren Funfact, ja, gebe ich mal wieder alles hier, indem ich meinen YouTube-Kanal für Parallele offen habe und nach unten scrolle und kläglich daran scheitere, es zu finden. Hier, Folge 8 vor 3 Jahren Menschenskinder, Folge 9 vor 3 Jahren, scheiße. Folge 10, aber ich habe alle übersprungen. Gut, ich bin zu dumm herauszufinden, meine letzte dieser Raker-Simulator-Folge war. Herzlich willkommen zurück. Ja, in diesem wunderschönen Spiel. Wir spielen die Map, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Wir spielen auf jeden Fall so die. Es gibt zwei Strecken vom Spiel selbst und dann halt ganz viele Mods. Und wir spielen quasi so die Standardstrecke, mit der man anfängt und davon halt die Standardroute, mit der man anfängt, I guess. Suburban, also jetzt halt nicht die Linie in der Stadt, wo man dauernd stoppt, aber jetzt auch nicht so eine ländliche Linie, keine. Schnelle Linien, sondern einfach so eine Regionalbahn. So ein Klassiker, wie man so schön sagt. Und ja, bevor ich groß rede, was ich sehr gerne will, starten wir ganz kurz ins Cook. K drücken, um den Key, also den Schlüssel reinzustecken. B, um irgend so einen Safety-Pin rauszuholen. So. U und O, um die Motoren zu starten. Und O noch einmal drücken. Und dann müssen wir jetzt mal sehr viele Tasten zeitgleich drücken. E, um die Bremse zu lösen. Z, um die. Irgendeine andere Bremse zu lösen, keine Ahnung. Ich habe das nicht rausgekriegt. Ich habe gerade in der Testaufnahme 8 Minuten gebraucht, um diesen Scheißzug zum Fahren zu bringen. Ich habe ihn nach 4 Minuten zum Fahren bekommen. Rückwärts. In die Wand. Ich habe 4 Minuten für den scheißblöden Pfeilhochtasten-Ding gebraucht. Na gut, soll noch einer sagen, ich sei schlau. So, es ist 28. Wir fahren los. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer RB nach St. Paddings Cross, hieß das Ding, glaube ich. Unsere voraussichtliche Reisezeit beträgt um die 20 Minuten. Von mehr habe ich keine Ahnung. Bitte lehnen Sie sich zurück. Kippen Sie sich keine Kaffee über die Hose. Diese Flecken gehen immer sehr schwer heraus. Ja, und halten Sie Klappe. So, also, wir sind wieder im Zug. Wie gesagt, lang ist's her. Und warum gerade diese Raker-Simulator? Das hat zwei relativ simple Gründe. Oh shit, ich darf gar nicht so schnell fahren. Das hat zwei relativ simple Gründe. Zum allerersten, ich bin durch meine Spielliste gegangen, so unter dem Motto, hä, was könntest du heute aufnehmen? Und irgendwie hätte ich Bock auf diese Raker-Simulator. Also Transport Fever ist schön, aber da kann ich so nicht so viel sammeln. Hier kann ich reden, Emotionen, quatschen, Blödsinn. Es ist in Transport Fever so ein bisschen schwieriger, gerade wenn ich die Kampagne spiele und da so ein bisschen am Abwägen bin, die Dialoge höre. Das ist eher so zum Nachdenken. Und Railroad dasselbe. Railroad ist ein sehr ruhiges Spiel. Deswegen bei beiden gerade Spiele, wo ich mir nicht so safe bin, ob die auf Dauer weiterkommen, einfach weil ich gerade Bock habe, so ein bisschen Action zu machen. Aber nur weil ich jetzt gerade darauf Bock habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht in ein paar Tagen Lust habe, Railroad aufzunehmen und ein bisschen gechillt zu sein. Fakt ist, ich hatte gerade Bock, ein bisschen auf die Tube zu hauen. Also, hau auf die Tube, das war mein Tisch. Und drücken auf die Tube, weil wir haben 40 Meilen pro Stunde drauf. Okay, da vorne ist ein rotes Signal. Das soll uns vorerst mal nicht stören. Wieso geben wir eigentlich gerade nicht Gas? Ach, guck mal, da ist ein Gegenzug. Hallo, So. Ich mach, obwohl, nee, ich mach's euch nicht mal ein bisschen lauter. Ihr seid, glaube ich, schon relativ laut, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh Gott, jetzt habe ich gefailt. Jetzt habe ich komplett gefailt. So, wir coasten hier mal entlang. Nee. Exactement. Ja, und kommen so ein bisschen zur Aussage, weshalb jetzt der diese Raker-Simulator. Denn der zweite Grund ist, wenn man mal auf meinen Kanal schaut und auf Videos geht, kann man ja sortieren. Neueste Videos zuerst, älteste Videos zuerst und beliebteste Videos zuerst. Und wenn man dann mal die ältesten Videos sich anschaut, wird man feststellen, diese Raker-Simulator Folge 5. Also erstens, ich habe nicht mit dieser Raker-Simulator angefangen, das ist wahrscheinlich auch jedem bewusst. Also könnte man sich fragen, wo der Rest ist. Und zweitens, Folge 5. Also, kurzum, ich habe mal diese Raker-Simulator Folge 1 bis 4 gespielt. Welch Wunder aller Wunder. Jo, welch Wunder aller Wunder. Und ja, das war halt schon 4 Jahre her. Das heißt, ich war da mit meinem Commentary nicht sehr zufrieden. Habe deswegen die Folgen gelöscht. Und habe allgemein sehr viele Folgen gelöscht. Deswegen ist auch der diese Raker-Simulator das erste Video, was noch da ist. Oh shit, das war jetzt ein bisschen viel. Wir fangen mal eine ganz leichte 30%, 40% Bremsung an. Zu bremsen wir nicht. Achso, weil wir bergab fahren. Wir fangen mal eine leichte 45% Bremsung an. Und merken, dass wir nicht bremsen. Aber das wird schon klappen. Da habe ich jetzt noch Vertrauen in meine Bremse. Kurzum, dieser Raker Simulator ist das erste Video, was aktuell online ist. Und ich denke, das wird auch online bleiben. Bei ein paar Transportverfolgungen struggle ich noch, weil ich habe da nicht mal Thumbnails gemacht. Ich weiß, am Ende der Staffeln hatte ich jeweils nicht mehr so viel Motivation. Das heißt, vielleicht lösche ich das in der Tat nochmal. Aber so grob wird es das sein von den Projekten, die online bleiben. Einfach weil ich mich mit denen aktuell so ein bisschen mehr identifiziere. Ja, beim einen oder anderen Projekt war ich auch traurig, dass ich es gelöscht habe. Da dachte ich mir im Nachhinein so, ey, das hätte nicht sein müssen. Factorio Staffel 3 fand ich halt größtenteils ganz geil kommentiert von mir.
Deswegen war das Löschen jetzt zwingend notwendig, ja und nein zugleich, weil am Anfang war halt noch die Zeit vor dem Stimmbruch. Nein, danke, das kann sehr gerne weg. Aber dann kannst du ja nicht in Folge 40 anfangen. Einfach. Und zweitens, ey, ich habe 92 Folgen von diesem Projekt. So krass durchgezogen habe ich halt nie wieder danach. Und auch nie davor. Das war halt dadurch für mich persönlich ein sehr krasses Projekt. Und auch ein sehr spezielles Projekt. Ja. Keine Ahnung, ob ich es jemals erreichen werde, wieder eine Serie mit so vielen Folgen. Kampagne hat Chancen. Ich muss ja die Bremse anhalten, sonst rolle ich weg. Da war ja was. Türen, muss ich die öffnen? Nein, muss ich nicht öffnen. Ja. Jetzt, nach dem Double-Time-Rap-Speed, ist das also der Grund, weshalb der diese Raker-Simulator kommt. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. So. Nachdem das jetzt also geklärt wurde, könnte ich noch so ein bisschen einen dritten Grund anvisieren, der eher so unterbewusster Art ist. Denn ich habe mir so ein bisschen zwischendurch die Frage gestellt, na hey, wie willst du deinen Kanal ausrichten? Habe ich ja gerade schon so gesagt. So ein bisschen ruhiger, so ein bisschen elanvoller. Und ich habe jetzt da richtig elanvoll gesprochen. Hat den simplen Grund, na, ich hatte Bock auf elanvoll. Also, ich habe mir halt meine alten Videos angeschaut. Ich habe mir auch die Best-ofs angeschaut. Eins davon ist noch online. Ich habe zwei Best-ofs runtergenommen. Und zwar genau die beiden, die halt Videos beinhalten von, die halt eh nicht mehr online sind. Und ein Best-of beinhaltet noch Videos, die zum Teil online sind. Deswegen habe ich gedacht, das sollte noch drin bleiben. Kurzum, ich fand halt 2019 mein Commentary ziemlich geil, muss ich gestehen. Nicht von wegen, weil ich super glücklich mit allem Möglichen war, aber die Art, diesen Elan, den ich in den Videos hatte, den vermisse ich heute. Oder was heißt heute jetzt? Aktuell mache ich ja gefühlt seit 2 Jahren keine Videos mehr, aber so immer in diesen 2 Jahren habe ich ja sporadisch angefangen, mal wieder ein paar Videos zu machen und habe dann relativ schnell die Motivation verloren. Und eine Möglichkeit, ich muss mal das ein bisschen lauter stellen, das Spiel, das kann ja gerade nicht sein, das ist viel zu leise gefühlt. Aber wenn ich es lauter stelle, hört ihr es auch lauter, also lieber nicht. Genau. Und eine Möglichkeit habe ich dann gedacht, warum habe ich vielleicht immer aufgehört? Vielleicht liegt es an dem fehlenden Elan. Vielleicht lieber ein bisschen mehr elanvoll in die Folgen reingehen. So wie früher. Wenn ich jetzt heute sage, dass mir die Folgen von damals am besten gefallen haben, dann sollte ich vielleicht wieder so sein wie damals. Und damals habe ich halt Scheiße gebaut. Ich weiß noch, ich habe hier auf diese Raker Simulator an irgendeiner Station angebremst. Das sieht man im Best-of, das noch online ist. Und habe auf einmal angefangen, keine Ahnung, irgendeinen Schwachsinn zu machen, wirklich. Und ich glaube, aus dem Schwachsinn-Modus bin ich zwar ein bisschen raus, persönlich, aber sehr elanvoll. Dieser ich quatsche einfach drauf los-Modus. Der wiederum, offenkundig war ich 2 Jahre raus, weil ich es 2 Jahre jetzt nicht gemacht habe und wirklich eher ruhige Spiele gespielt habe. Aber offenkundig bin ich irgendwie noch drin, sonst würde ich eigentlich ja nicht genau das machen. Falsche Taste, das wollte ich drücken. Und zwar, volle Fahrt voraus. So, lass mal den Sound ein bisschen wirken. Jetzt machen wir mal den hier. Das habe ich mir ganz angenehm gefunden damals. Es sieht halt, guckt euch mal die Physik an. Das sieht so geil aus wie die Räder hier mit. Oh shit. Nein, oh shit. Falsche Taste. Leerlauf. Pause. Aus. Okay. Wir müssen ein bisschen bremsen. 30%. Weil da vorne ist 40. Und wir fahren aktuell mehr als 40. Dementsprechend ein klitzeklein wenig die Geschwindigkeit reduzieren. Na, komm, 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 komm. Puh. So, lösen die Bremse. Was war das gerade für ein Sound? Okay, da hat sich gerade irgendwas knackend verabschiedet. Da vorne ist Barton Norton und jetzt würde ich sagen, bremse ich mal mit 40% an. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan mehr von dem Spiel. Also ich habe mich jetzt 8 Minuten mit der Steuerung auseinandergesetzt, dass ich weiß, wo vorne und hinten ist. Ich habe die Testaufnahme eigentlich gemacht, um den Sound zu checken. Und ich hätte es, glaube ich, im Video drin haben sollen, weil ich habe halt wirklich es geschafft, auf einmal rückwärts zu fahren. Versehentlich. Ist halt schon irgendwie lustig gewesen, muss ich ja mal so sagen. Aber gut, habe ich nicht gemacht. Ich habe die Testaufnahme nicht im Video drin. Es ist, wie es ist. Okay, mir fällt gerade was auf, Leute. Oh, falsche Taste. So, ein bisschen Gas geben würde ich ganz gerne. Weil wir haben, jetzt sollten wir eigentlich an der Station stehen. Und das tun wir noch nicht. So. Das heißt, so ein bisschen mit Speed hier einrollen, nicht ganz so trödeln. Ich soll in 45 Sekunden schon abfahren. Ich bin noch nicht mal an der Station, geschweige denn, dass die Türen offen sind. Das ist ja hier Pünktlichkeit der Berliner S-Bahn, aber das ist ja hier nicht mein Niveau. Sagt er als Berliner, der die S-Bahn oft fährt. Naja, gut. Oh shit, jetzt muss ich auch bremsen. Oh weia, okay, 60%. Jo, oh, das wird eine butterweiche Bremsung. Und, oh, guckt euch das an. Bisschen lösen. Perfekt. Leute, so bremst man. So, hier ist das Schild.
Es ist für 6 Wagen. Gut, ich habe jetzt nur 4 Wagen. Außerdem frage ich mich ehrlicherweise, wie 6 Wagen in diesen Bahnhof passen sollen. Aber es gibt nur ein Schild, dementsprechend soll ich eins im Schild dann halten, weil einziges Schild, was es gibt. Und ich würde mal sagen, das Schild habe ich echt gut getroffen. Das sind wahrscheinlich 3 Meter oder so. Keine Ahnung. Werden nicht viel sein. Und das ist schon mal schön. Und dann fahren wir weiter. Ab in Richtung Abbott's Groove. Das finde ich gut. Da wollen wir hin. So, ich gebe mal ein bisschen Gummi, dass ich ein bisschen vorsichtiger bremsen kann, indem ich jetzt ein bisschen mehr Gas gebe. Zeitgleich weiß ich, gibt es im Bestdorf auch zu sehen, eine interessante Rechnung meinerseits, wo ich doch versucht habe zu berechnen, also man, diese Raycar-Simulator gibt dir am Ende ja aus, wie viel Sprit du verbraucht hast und wie viel Prozent der vorgesehenen Menge dies war. Und ich habe an einer Sekunde mal 3 Minuten gebraucht, um auf den richtigen Dreisatz zu kommen. Um herauszufinden, wie viel Sprit ich hier nur eigentlich verbrauchen sollte. War ganz amüsant. Dementsprechend weiß ich, er guckt, wie viel Sprit du verbrauchst. Darauf wollte ich jetzt nur hinaus die ganze Zeit. Das heißt, der Plan ist, ein bisschen Sprit sparen zu fahren. Zum Beispiel, ich sehe jetzt hier, wenn man mal unten rechts guckt, auf die, in Anführungszeichen, Minimap oder halt auf das, was noch kommt, 40 km/h oder 40 Meilen pro Stunde kommt. Das heißt, ich werde gar nicht über 40 Meilen hinaus jagen, weil bringt mir nichts, ne? Das Einzige, was ich jetzt tun werde, ist auf 40 gehen, vielleicht 42 oder so, und dann in den Leerlauf. Und man sieht, ich bin, wenn man links wieder guckt, links unten, Engine RPM, also Engine, also Motordrehungen pro Minute. Das sind Prozent jetzt angegeben, nicht 67 Drehungen pro Minute, aber halt 67%. Ist besser, im vierten Gang zu fahren und 67% zu haben, als im dritten Gang zu fahren und 90% zu haben. Spart wieder Sprit. Wie gesagt, persönlich gesetztes Ziel ist jetzt Sprit zu sparen, weil pünktlich schaffe ich es wahrscheinlich. Und dann kann man auch Sprit sparen. Dann ist ja die andere große Challenge in dem Spiel. Wenn man zwar weniger Sprit als gebraucht... Ich glaube, man kriegt sogar Bonuspunkte dann. Doch, man kriegt sogar Bonuspunkte. Insofern sparen wir mal Sprit. Es lohnt sich. So, jetzt nicht zu schnell werden. Nur 40 hoch. Mit 40 hier lang zuckeln. Da sehe ich mich. Da vorne kann man 50 fahren. Absolut irrelevant. Weil danach kommt die Weiche. Das kann ich mich noch daran erinnern. Da kommt die Weiche auf die Hauptstrecke hinaus. Warum kann ich mich daran erinnern? Wie gesagt, die Standard-Map, die hat man halt mal gefahren am Anfang des Spiels. Und vor allem, wie gesagt, in den ersten 4 Folgen, die jetzt nicht mehr online sind, habe ich die auch gespielt, die Map. Dementsprechend weiß ich grob, was passiert. Okay, dass hier so ein Berg war, wusste ich nicht mehr. Da muss ich einen Gang runterschalten. Eigentlich muss ich gar nicht mehr schalten, fällt mir so auf, weil ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen abbremsen. Wo sind die 25? Da. Oh shit, da muss ich ein bisschen mehr abbremsen, als ich dachte. Wir gehen mal auf 50%. Wir gehen auf 60%. Wir sind zu schnell. Nein. Die erste Geschwindigkeitsabbremsung, die wirklich mal ein bisschen relevant ist. Und ich fahre instant zu schnell. Ja, geile Scheiße. So, das ist was für einen zweiten Gang hier, glaube ich. Also ab in den zweiten Gang. Ein bisschen Gas geben. Ab in den dritten Gang. Hier ist die 60er. Also wenn der Zugschluss hier vorbei ist, darf ich Gas geben. Und hier rechts sieht man es auch nochmal. Und jetzt aufschalten. Jetzt gebe ich mal Vollgas, weil jetzt befinden wir uns auf der Hauptstrecke. AWS. Was ist denn AWS? Alternatives Wegesystem? Ich weiß bis heute nicht, was AWS ist, aber manchmal blinkt das und dann muss man der Taste drücken und dann geht das wieder. Und dann juckt es mich auch nicht so genau. Muss einen kurzen Schluck trinken. Wenn ihr 5 Sekunden zurückspult, bin ich mir nebenbei gerade ziemlich sicher der Meinung, dass das ein Vorsignal war. Was mir gerade Halt symbolisiert hat. Ich habe mich immer gefragt, weshalb das da steht. Und jetzt weiß ich es, es ist ein Vorsignal. Man könnte fast meinen, es ist sinnvoll. Aber auch nur fast. Da kommt mir ein Zug entgegen. Finde ich schön. Oh shit. Ich gebe jetzt mal nicht mehr Gas, weil das Signal da hinten immer noch auf Rot zu sein scheint. Ich schalte aber schon mal den vierten hoch. Halt! Ich schalte neutral. Angeblich spart man im Neutralen ein bisschen Strom. Ich gucke mal. Jetzt ist der Engine bei 35%. Immer noch. Oh shit. Das Signal bleibt rot. Da muss ich jetzt mal eine unglaublich harte Bremsung reinhauen. Aber ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass das Signal rot bleibt. Weil gefühlt, wenn, also die Signale werden, das hat man ja vielleicht schon davor gemerkt, werde diesem Spiel gerne mal relativ spät grün. Aber das wird gar nicht grün. Okay, da musst du jetzt mal 80% reinhauen. Das tut mir sehr leid für die Fahrgäste. Ich versuche, die 80% schnell wieder auszulösen. Dass die Fahrgäste nicht ganz so lange in die Sessel gedrückt werden. Und zumindest nicht mit nach vollem Bremszeichen zum Stehen kommen, weil das gibt einen Ruck, den will keiner. Lieber hier langsam anbremsen.
So. Okay. Bremse arbeitet. Jetzt so 30% vielleicht. Und langsam und smooth zum Stehen kommen. Gefällt mir. Jetzt stehen wir. Gut. Das ist jetzt eigentlich nicht die Art von diesem Raycar Simulator, die ich zeigen wollte. Aber gut, es ist wie es ist. Denn ich glaube, das habe ich auch schon in jeder. Warte mal ganz kurz. Suburban Stopping Up 17. Bin ich nicht Up 19? Hä? Warte ich auf meinen Vorderzug? Oh Gott, da hat er einen Fehler vielleicht. Na gut. So, unten rechts sieht man jetzt, ich speede gerade die Time ab. Das kann man machen. Ist ganz fein. 12 Mal. Jetzt warte ich halt, bis das Signal grün wird, ne? Das kann jetzt dauern, da werde ich jetzt halt zu spät kommen. Das heißt, ich habe nur noch eine Station. Sonst hätte ich gesagt, wir könnten eine krasse Aufholjagd machen. Aber nur noch eine Station, keine Chance. Da werde ich keine Verspätung mehr rausholen. Ja. 16 Mal Speed. Ich sag, wie es ist. Jetzt geht es aktuell relativ flott voran. Aber es passiert nicht so viel. Das ist ein bisschen schade jetzt, weil jetzt wäre eigentlich so der Moment, wo das Signal wieder auf grün springen könnte und ich könnte um diese peinliche Pause so herumreden. Aber ich habe gerade echt... Oh, grün. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst. Für eine Sekunde, in der Sekunde wurde es grün. Okay, Vollgas. Wir wollen nach Abbots Grove. Ich meine, wir sind halt 5 Minuten zu spät. Und ich weiß, ich werde genau diesen Zug wieder hochfahren. Ich weiß nicht, ob das geht in dem Spiel. Oder ob ich jetzt das nächste laden muss. Das werden wir herausfinden. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, so pünktlich wie möglich zu kommen. In den Worten würde ich sagen, Abfahrt. Ab nach Abbots Grove. Ich versuche extra weit hoch zu beschleunigen. Ich weiß, da ist der Bahnsteig hier vorne. Ich sehe den. Und ich gehe jetzt halt auch nur auf den zweiten Gang hoch. Ich werde es nicht mehr in den dritten schalten. Und mit dem Speed werde ich jetzt einbremsen. Oder halt einrollen, besser gesagt. Und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß auch nicht genau, wo ich halten muss. Es ist ein sehr langer Bahnsteig. Das heißt, ich prophezeie, dass es hier Schilder gibt. Das heißt, ich sage, wir fangen an auf 40er Bremsung an. Einfach schon mal, um bereit zu sein, falls irgendetwas passiert. Guck mal, da rechts sieht man Schilder. Da. Da sind solche Stoppschilder. Und die müssen wir abpassen. Die werden hier links auch stehen. Die werden halt hier links nur hinter diesen dämlichen kleinen Häuserchen stehen. So, jetzt lösen, 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 lösen. Oh shit, die Schilder sind jetzt erst da hinten. So, noch ein bisschen Gas geben. Das habe ich jetzt mehr gemacht, um diesen Bremsprozess aufzuhalten, der ja noch aktiv ist, weil ja noch ein bisschen Bremsung automatisch passiert. Oh doch, ich habe ich dachte, ich habe nur das 6er-Schild, aber das 4er-Schild ist jetzt aufgeploppt. Komm, jetzt halte ich an. Jetzt ist, wie es ist. Ja, 6 Minuten late, also kann ich nichts für. So, wo war mein 4er-Schild? Da ist mein 4er-Schild. Ja, gut. Hab vielleicht am Ende ein bisschen sportlich gebremst. Da gebe ich durchaus recht, aber ich war so ein bisschen in Panik und habe mir gedacht, hey, jetzt gibt's mal lieber Gas. So. Bremse zeitig lösen ist das Ziel. Das, ja doch, das Ziel ist richtig. Und voll aufschalten direkt. Ich will Gas geben. Aus dem schlichten Grund. Vielleicht krieg ich noch 1-2 Minuten Pünktlichkeit rausgefahren. Das wäre cool. Einfach so fürs eigene Ego, um zu sagen, okay, wir können zackig Zug fahren. Weil langsam fahren, das kann jeder. Aber schnell fahren ist die Kunst. Und da gucken wir mal. Ansonsten, was ich sagen kann, die Folge neigt sich ja zum Ende. An alle, die aktuell das durchgeschaut haben, kann ich direkt ankündigen, es wird irgendwann die Tage, ich will mich aktuell nicht auf den Uploadplan festlegen, aber irgendwann die Tage, eine weitere Folge von dieser Raycar Simulator kommen. Weil ich ja noch die Rückfahrt aufnehme, obviously. Und das ist dann Teil 2 quasi. Es ist jetzt eine Aufnahmesession, wo ich halt 2 Folgen aufnehme, diese hier und die nächste. Und dann melde ich mich halt in der nächsten wieder. Und ja, die kommt halt bald, weil ich nehme sie jetzt auf, dann habe ich sie auf Lager. Und Stand jetzt ist halt Mitte Juli. Ich weiß nicht genau, wann die Folgen veröffentlicht werden. Wahrscheinlich so um den 20. rum. Jetzt haben wir den 13. heute. Ich will halt meinen Kanal erstmal noch kurz einrichten. Ein bisschen mit dem Kanal, Banner, Hintergrund und so. Und hast du nicht gesehen. Und außerdem habe ich schon andere Folgen aufgenommen. Zum Beispiel 2 Railroad-Folgen, eine Bus-Driver-Folge wieder. Also Bus-Driver auch so ein Projekt, was einfach legendär ist. Genau wie Factorio Staffel 3 war Bus-Driver so ein ganz eigenes Projekt. Und das lösche ich auch nicht, weil Bus-Driver, die Folgen fühle ich eigentlich. Dementsprechend bleibt das online. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist... scheiße, ey, das rote Signal, ne? Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, es ist sehr gut möglich, dass zwischen dieser und der nächsten Folge 1 oder 2 andere Videos kommen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Es kommt Safe Call eine 2. Folge, einfach weil ich sie jetzt aufnehme. Ich will ja irgendwie zurückfahren wieder. Und in der 2. Folge rede ich auch noch so ein bisschen über meinen Kanal, weil da habe ich wieder 3, 4 Punkte, die ich noch nicht angesprochen habe. Und obwohl ich gerade gesagt habe, ich habe nichts mehr zu besprechen, habe ich ja doch noch nicht alles angesprochen. Na Judy. So, wir hauen mal gechillt 45% rein.
und reduzieren mal die Geschwindigkeit. Okay, wir hauen mal gechillte 60% rein. Das wird sonst etwas knapp hier alles. So, begrüßen den Zug. Eigentlich hupen die Züge in England immer, wenn sie abfahren. Das habe ich mal gemerkt, als ich anderen Zügen so ein bisschen zugehört habe. Das habe ich jetzt vernachlässigt in der Tat. Kann ich ab jetzt vielleicht machen. Also ab jetzt, nein, kann ich nicht mehr, weil... Nein, vergiss das. Kann ich nicht mehr. Weil ich habe keine Abfahrt mehr. Ich komme nur noch in St. Paddings Cross an. Und dann war's das. Also mache ich es nicht. Aber in Gedanken mache ich es. Zweite Folge. Nächste Folge. Ne? Ich verweise sehr gerne auf das nächste Video. Da wird alles besser. Hoch und heilig versprochen. Was ist das denn hier? Was willst du denn? Doch hoffentlich nicht auf mein Gleis. So, wir haben hier einen Fahrplan einzuhalten. Wie stellt man sich denn hier eigentlich vor? Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja hier eine Pünktlichkeit wie bei der Deutschen Bahn. Absoluter Skandal. Ja, es heißt Waren. AK Prost. Man könnte meinen, mit der krassen mit dem krassen Speedboost kommt das Spiel nicht ganz klar. Hier, da steht, waiting for empty terminus ist, ich wollte gerade sagen, ist das der? Oh mein Gott, jetzt fährt der erst los. Oh Junge, ich krieg eine Krise. Was fährt denn der jetzt erst los? Ich hab doch schon Verspätung, ich hätte doch jetzt durchfahren können. Ich wäre doch schon durchgefahren, bevor der überhaupt losgefahren wäre, hätte ich einfach Gas gegeben. Was für ein besoffener Fahrdienstleiter ist da oben drin? Sag mal, da kann ich ja seinen Job machen. Unglaublich. Wofür zahlt der Typ? Wofür wird der Typ bezahlt? Der Typ zahlt ja nicht. Der zahlt mit meiner Motivation. Jetzt schalt das Signal auf, grün Kumpel. Es geht. Bremse lösen, erster Gang. Kurz warten, dass ich nicht gegen die Bremse anfahre. Und dann 1, 2, 3, 4. Wir sind wieder on track. Okay, mein Stuhl ist nach hinten weggerollt, weil ich mich so in den Stuhl gelehnt habe, dass er weggerollt ist. Etwas übermotiviert vielleicht. Aber gut, es geht los. 12 Meilen pro Stunde. Jetzt ist hier das Formel 1 Rennen angesagt im Diesel Racer Simulator. Sehr geehrte Damen und Herren, mit wie vielen Minuten Verspätung werden wir ankommen? Ich tippe auf, lass mich kurz nachdenken. 7.52 Uhr, ich sag 8.04 Uhr sind wir da. Also 12. Ja, das hat jetzt lang gedauert, um auf das Wort 12 zu kommen. Aber ich tippe auf 12 Minuten. Mal gucken. So, ich schalte jetzt so schnell hoch, wie es wahrscheinlich in echt nie jemand tun würde, weil wahrscheinlich diese etwas ältere Mechanik, das ist ja aus den 60... Upsala, sorry. Ist aus den 60er Jahren. Die würde das wahrscheinlich niemals mitmachen. Aber egal, ich schalte jetzt schnell hoch, weil ich will halbwegs pünktlich kommen. So, hier dürfen wir aber nur noch 40 fahren. Das heißt, ihr kennt das Spiel, hochschalten. Ein bisschen Diesel wieder sparen. Weil ab so 35, 36 Meilen kann man hochschalten. Dann greift der vierte Gang. Der greift davor zwar auch schon, aber da hat er so wenig Kraft, dass man nicht vorwärts kommt. So ab 6, ich glaube ab 33, 34 würde es auch schon gehen. Aber so ab 35, 36, da beschleunigt der vierte Gang richtig gut schon. Da kann man den dann schon nehmen. Und wie gesagt, man spart sich halt doch ein bisschen Energie. So ist es ja nicht. Ja, dann sind wir jetzt auf der Zielgeraden angelangt. Ich fange jetzt nicht mehr an, über meinen YouTube-Kanal zu reden, weil das lohnt jetzt auch nicht mehr für die paar Minuten. Das kann ich dann getrost in der nächsten Folge machen. So. Ein bisschen schneller, bitte. Ich sehe die 25 da vorne. Ich sehe auch das rote Signal. Oh, shit. Wieso ist denn das rot? Also, warum das rot ist? Ja, wahrscheinlich für diesen dämlichen Zug vor uns. Und da werde ich jetzt gleich Leertaste drücken müssen. Das ist, glaube ich, sowas wie Zugsicherungssystem. Oh, ich muss Leertaste drücken. Wenn du auf ein rotes Signal fährst, macht das, glaube ich, so Krach. Es ist dann also wirklich eine Art Zugsicherungssystem. Okay, interessant. Ganz ehrlich, interessant. Aber wo gilt die 25? Also die 25 muss ich ein bisschen unterfahren. So, deswegen gehe ich mal auf wirklich eine gechillte 30. Da vorne ist mein Signal. Hier 40. Genau, hier. Da steht's. Da sieht man so ein bisschen. Es steht links vom Gleis. 50. Ja, das schaffen wir locker. Da kann ich ein bisschen runtergehen von der Bremse. 40. So. Komm, lösen, 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 lösen. Ach Gott, wir haben grün. Perfekt. Lösen, lösen, lösen. Erst recht. Ab in den zweiten Gang. Ich weiß, wir dürfen gleich erst 10 fahren, aber wie gesagt, ich will Zeit rausholen, so viel wie möglich. Dementsprechend gebe ich jetzt nochmal kurz Gas. Falsch-Taste, ich will den ersten. Da vorne ist noch 10 angesagt, das heißt jetzt schon mal die Bremse reinschmeißen. Ich muss ordentlich bremsen, ist mir bewusst. Und bei 13 release ich. 11, 10 und die Bremse hört auf.
So muss das. Ah, ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu spät released. So. Auf dem Gleis bin ich hier noch nie eingefahren. Es hat zwei Möglichkeiten. Entweder die haben die Station überarbeitet, weil ich habe das Spiel ja die Strecke vor 3 Jahren das letzte Mal gefahren. Es kann gut sein, dass ein Update zwischendurch war. Was ich ehrlicherweise auch glaube. Oder die anderen Züge werden auf den anderen Gleisen eingelassen. Das weiß ich jetzt nicht. Gut. Mein Ziel ist auf jeden Fall bis zum Prellbock durchzufahren. So mit 10 Meilen. So schnell wie möglich. Und ich glaube, ich werde um 8.04 Uhr da sein. Das heißt, ich hatte sogar recht mit der Ankunft. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe einfach mal irgendwas gesagt, was halbwegs plausibel klang. Aber scheint der Treffer gewesen zu sein. Da will ich mich jetzt natürlich nicht beschweren. So. Okay, jetzt fahren wir quasi komplett durch bis zum Ende des Gleises. Wie gesagt, dann an den Prellbock, dass man hier schön zu dieser Treppe kann. Da steht auch S, wahrscheinlich S für Stop, nehme ich mal ganz stark an. So, wir können den Motor schon mal in den Leerlauf stellen. Wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, man soll das Ding in den Leerlauf stellen. Keine Ahnung, wo, fragt mich das bitte nicht. Ich sehe schon die Kommentare, die mich genau das fragen. Jetzt ganz langsam an auf 3 km/h lösen. Wo soll ich halten? Ich halte es einfach hier. Hier wird gut genug sein. Escape to complete the run. Logikerus, der hat gecheckt, wie ich heiße. Also, wir gehen kurz die Punkte durch, ja. Wir haben irgend so einen Score. Okay, 10.000 ist der Perfect Run. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich war 4-mal zu schnell. Das kann ja schon gar nicht sein. Wann? Da war ich zu schnell? Okay, da habe ich ein bisschen zu flott. Okay, ich habe ein bisschen zu früh beschleunigt teilweise. Okay, gut zu wissen. Running in too low here. Ah, okay, ja, wo ich einmal runtergeschaltet habe, versehentlich. Habe ich im 4. Gang, wollte ich den Motor ausschalten und bin runtergeschaltet. Das war natürlich dämlich. Ja, Jungs, da kann ich ja nur wirklich nichts für, wenn ihr mich hier stehen lässt. Okay, ich habe aber sehr energiesparsam gefahren. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, das war jetzt die Tour. 52 waren wir oben und genau, im Normalfall... Hä? Hier, im Normalfall... Hä? Nee. Der ist das. Um 8.10 Uhr, genau, weil um 52 sind wir oben, also geht es um 8.10 Uhr weiter. So der Logik folgend, also habe ich 18 Minuten Wartezeit, dementsprechend bin ich safe. In der nächsten Folge werde ich das hier fahren. Einmal quasi zurück nach Little Green. Und ja, da würde ich sagen, das gibt es in der nächsten Folge zu sehen. Bis dahin, habt noch eine wunderschöne gute Zeit. Haut rein. Tschaußen.